zeige euch heute einen Zaubertrick, und zwar mit diesem Gefäß. Ich öffne es mal, also hier ist eine rote Kugel, und ich schließe einfach wieder, und wenn ich es jetzt öffne, soll die Kugel verschwinden. Abracadabra, die Kugel ist weg. Genau, also es ist blöd, weil man muss den Trick einfach kaufen, weil, also selber basteln geht wahrscheinlich nicht, aber ja, das ist ein Nachteil, also man muss den leider kaufen, aber ich kann euch trotzdem die Auflösung sagen, wenn ihr das wollt. Also, hier ist halt nichts, okay, einfach leer. Jetzt wird euch wundern, hier ist so eine Zwischenhülle, einfach mit einer Kugel, einer roten, und und das ist halt da wohl. Und wenn man das jetzt hier in den Deckel reinlegt, dann sieht es aus, als wäre da nichts. Und wenn man das überhaupt da dann drauf tut, dann kann man entweder sagen, wenn man es oben nimmt, dass da eine Kugel drin wäre. Das ist halt keine echte Kugel. Und man muss einfach eine Etage tiefer rutschen und dann ist halt nichts drin. Ganz einfach. Naja, bis zum nächsten Mal. Und was super wäre, wenn ihr uns einfach einen Daumen hoch geben würdet, weil, ja, das wäre schön. Also, ich zeige euch einen Zaubertrick mit... Hallo, ich zeige euch heute einen Zaubertrick. Mit einer Vase. Hallo, ich zeige euch heute einen Zaubertrick mit diesem Gefäß hier. Also da ist eine Kugel drin. Ich tue einfach wieder den Deckel drauf. Jetzt Abracadabra. Ich kann es nicht.